Ich hatte Probleme beim Treppensteigen, zu hohen Blutdruck und hatte 2-3 Kilo zu viel, die mich eigentlich so nicht stören. Aber ich hatte ein Problem, wenn ich die Treppe raufgehe, dass ich Herzklopfen gekriegt habe, dass ich nach Luft geschnauft habe. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich wollte die wieder runter haben und habe es alleine nicht so richtig geschafft. Und dann kam mir die Anzeige vom Enjoy wieder in die Finger mit dem Ernährungskurs und habe gedacht, das ist es, das machst du jetzt. Angerufen, Termin bekommen, wurde eingewiesen, kriegte alles erklärt und habe dann gleich auch mich entschlossen, das mitzumachen. Ich habe dann angefangen mit dem Zirkeltraining, habe sehr schnell gemerkt, dass mir das gut tut. Im Ernährungskurs habe ich gemerkt, dass ich eigentlich nur zu viel genascht habe, habe das weggelassen und dann ging auch mein Gewicht runter. Ich konnte wieder Treppen laufen, ich habe keine Luftprobleme mehr gehabt, keine Herzprobleme. Und im Laufe der Zeit hat sich sogar mein Blutdruck sehr nach unten wieder gesenkt. Und das gefällt mir. Jetzt fühle ich mich wieder wohl. Das ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich urplötzlich den rechten Arm nicht mehr bewegen konnte. Ich bekam ihn nicht mehr hoch. Es ging los, ich konnte mich nicht mehr richtig kämmen, beim Waschen, beim Anziehen und Ausziehen, überall hatte ich Probleme. Im Haushalt ging vieles nicht mehr, wie Betten beziehen oder Betten machen, Staubsaugen, war alles passé. Es war ein sehr harter Sommer, dreimal die Woche Enjoy, die Tage dazwischen beim Physiotherapeuten. Und so habe ich das durchgezogen den ganzen Sommer. Und jetzt bin ich froh, dass ich den Arm wieder zu 95% voll einsetzen kann. Und das alles ohne OP, nur durch Gymnastik. Und das finde ich toll. Und nachdem ich das alles so gut absolviert hatte, dann habe ich in die Gymnastikhallen reingeguckt und das hat mich ja eigentlich mehr interessiert wie die Geräte und habe dann angefangen in den Gymnastikstunden. Wenn ich auch nicht alles so 100% hinkriege wie die Jüngeren, ich gucke dann nach den älteren Leuten, die in meinem Alter sind oder vielleicht auch älter und denke, so schaffe ich das auch und ich fühle mich einfach wohl dabei. Und hinterher beginnt dann mein Wochenende.